Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Goodbye Deponia. Wir sind ja immer noch dabei, mit diesem Typen hier zu reden, weil wir irgendwie aus der Kabine wollen und anstatt einfach schlafen zu gehen. Und wir fragen einfach mal nach, nett, ob wir Gefangene sind. Sind wir jetzt etwa Gefangene? Ach, nicht doch, Herr Inspektor. Ich habe strikte Anweisungen, mich Ihnen gegenüber so zu verhalten, als würde kein Anlass bestehen, Sie eines Verrats am Organon zu verdächtigen. Aha. Okay. Dann bleibe ich wohl mal lieber in der Kabine, was? Fabelhafte Idee. Tja. Rauskommen wir nicht. Oh, Junge, das wird der Hammer. Oh, lala. Oh, Growl. Just Bert ist bereitet. Da brauchst du gar nicht so zu flöten. Wir werden einfach nur schlafen. Kapiert? Das hast du schon mal gesagt. Ja, aber du hast mir nicht zugehört. Und deine Hose bleibt gefälligst auch an, verstanden? Und sei es nur wegen der Überwachungskameras. Überwachungskameras? Du meinst, wir werden hier gefilmt? Und das guckt sich dann einer an? Vielleicht nicht gerade jetzt in diesem Augenblick, aber ich bin mir sicher, dass sie alles aufzeichnen und regelmäßig das Material sichten. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich mein Kostüm ausgezogen hätte. Ne? Ja, das würde alles ruinieren. Es sei denn, jemand würde rechtzeitig in den Computerkern eindringen und die Aufzeichnung vorher löschen, richtig? Willst du mir irgendwas sagen, Rufus? Nein! Nein, nein. Schreib du nur in Ruhe deinen Bericht zu Ende. Und ich mache irgendwas Angemessenes. Also nicht sowas wie in den Computerkern eindringen oder so. Ganz im Gegenteil. Ich mache eher was Langweiliges. Sowas, wo du keinen Verdacht schöpfst. Das heißt, wir müssen ja jetzt letztendlich raus, ne? Ja, alles klar. Gut, schlafen gehen. Wäre auch zu einfach gewesen. Hallo! Zu Ihren Diensten? Wir wollen gerne raus. Aber die Überwachungsvideos müssen Sie doch nicht nochmal durchgucken, oder? Keine Sorge. Wir werden alles tun, was nötig ist, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Was die Videos aus unserer Kabine ja nicht mit einschließt, richtig? Falsch. Aber keine Sorge, Herr Inspektor. Der Inhalt dieser Videos wird sehr diskret behandelt. Und wenn es stimmt, was man sich hier so über Ihre letzten Aufnahmen erzählt, gibt es eh keine erwähnenswerten Höhepunkte. Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, wenn Sie nicht... Ja, ich glaube, der lässt uns nicht raus. Dann müssen wir gucken, ob wir hier irgendwie... Das muss der Computerkern sein. Ja, aber wie kommen wir hier raus? That's the question. Wir haben ja nichts. Wie kommen wir hier raus? Das ist die Frage jetzt aller Fragen. Wir haben einen Brief. Von hier oben wird das nichts. Können wir nicht. Scheiße. Blablabla. Die Frage ist jetzt wirklich... Mit dem Schrank können wir echt viel machen. Können wir vielleicht das Kostüm... Ich behalte meine Sachen lieber bei mir. Auch wenn ich zugeben muss, dass hier ziemlich wenig Platz ist in diesem Kostüm. Sieht geil aus. Ein weniger scharfsinniger Beobachter als ich könnte jetzt glatt auf die Idee kommen, dass sich da jemand im Schrank versteckte. Was im Grunde auf jeden zutrifft. Es dürfte also ein leichtes sein, ein Opfer für meinen kleinen Streich zu finden. Aber wo? Okay. Hab ich einen Schreck gekriegt. Sind ja nur die Schuhe. Okay, ich verstehe, woraus es hinausläuft. Ich behalte meine... Auch wenn ich... Ich verstehe das. Okay, lassen wir den Schrank mal auf. Jetzt hat der Schrank auch plötzlich einen Sinn bekommen. Werden Sie... Wieso denken Sie... Na nein! Na, aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben... Konnte ich da irgendwas... Hätte ich da irgendwas in dem Moment machen müssen? Werden Sie... Nein. Das hat aber... Ich kann nichts machen. Wie soll... Entschuldigen, wenn Sie nichts ergeben... Hä? Trage ich heute... Also wirklich. Für jemanden, der immer den... Da könnten ja glatt drei Zwerge... Was etwa... Also eins... Kann man den nicht einfach in unseren eigenen Schrank... Gut so.
Oh ja, ich hab das jetzt einfach... Brauchst du noch lange? Ich bin gleich fertig. Lass dir Zeit. Ich hab sowieso noch was Dringendes zu erledigen. Okay. Aber verhalte dich bitte unauffällig. Du weißt ja, die Videoüberwachung. Ich denke an nichts anderes. Wie kommen wir denn hier? Wir machen einfach mal alles auf. Keine Ahnung. Können wir selbst vielleicht... Okay, cool. Wir haben einen Schubladenknopf, um die Schublade aufzumachen, können die immer wieder zudrücken. Wir müssen aus dieser scheiß Kabine rauskommen, Mann. Zu ihren... Hä, hey, aber was soll ich denn machen? Ich hab werden doch... Wieso? Na? Ah, das war... Hm? Wie sollte... Entschuldigen Sie bitte mein Mist, wenn Sie nichts dagegen... Danke, ich hab noch. So eine Kacke. Ich behalte meine Sachen lieb, auch wenn ich zu... Das lasse ich lieber heil. Es wird ja schließlich noch gebraucht. Ach, das tut nicht nötig. Wir finden schon was anderes, was uns wach hält. Oh, Rufus, hör auf damit. Ich behalte meine Sachen lieber bei mir, keine Chance, auch wenn ich zugeben muss. Wie komme ich jetzt hier heraus? Zu ihren die... Ich meine, das ich kann ja nichts machen in dem Moment. Ich kann hier nichts machen, ich kann nicht ins Inventar. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Ich kann hier nicht raus. Entschuldigen Sie bitte mein Mist, wenn Sie nichts dagegen... Boah. Ja, Goal. Möchtest du vielleicht Kaffee haben? Eventuell. Willst du einen Kaffee? Aber Rufus, wir wollten doch gleich schlafen. Genau, schlafen. Hier willst du deinen Brieföffner wieder haben. Brauchst du den Brieföffner noch? Kommt drauf an. War es Cletus mit dem Brieföffner im Billardzimmer? Nein. Dann brauche ich noch ein bisschen. Cluedo. Richtig schön. Ich habe Cluedo früher richtig gerne gespielt. Von diesen Terminals aus müsste ich die Videoaufzeichnung löschen können. Aber dazu muss ich erstmal da runter. Und wie kommen wir da runter, Rufus? Von hier oben wird... Von hier oben... Puh, fuck, ey. Ich meine, das bringt ja nichts. Ist das da wirklich... Ist ja irr, aber dazu... Von hier oben... Hä? Aber was übersehe ich gerade? Ich muss ja irgendwas übersehen. Ach, huch. Ach, das ist ein Lattenrost. Und ich, Trottel, habe mein Leben lang auf rostigen Latten geschlafen. Dass das jetzt geht, hätte ich gar nicht gedacht. Und was machen wir mit einem Lattenrost? Ach, das ist ein Lattenrost. Und ich, Trottel, habe mein Leben lang auf rostigen Latten geschlafen. Okay, mit hier der Matratze und so können wir nichts mehr machen. Ich behalte meine Sachen lieb, auch wenn ich... Keine Ahnung. Was bringt uns das jetzt, dass wir das Lattenrost... Ah, das hat er versch... Wie sollte der auf der... Entschuldigen Sie, wenn Sie nicht... Alles sehr eigenartig. Komm mal mit dem Lattenrost. Von hier oben wird... Was können wir mit dem Lattenrost machen? Ich behalte auch... Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und, nö, sonst nichts. Was könnte... Hierfür und eine... Warte, hierfür was? Und eine Visitenkarte, die besagt, dass ich Computerspiele entwickle. Hahaha, witzig. In dem Schrank haben wir auch nichts mit dem Lattenrost. Wozu ich behalte meine Sachen lieber, auch wenn ich zugeben muss, dass hier... Können wir irgendwie was kombinieren? Ja, hab ich denn noch alle Latten am Rost? Was mache ich denn da? Ich weiß es nicht. Nicht doch im Inventar. Nennt mich einen eitlen Gecken, aber ich möchte keinen braunen Fleck auf der Hose haben, wenn ich auf Elysium ankomme.
Ja, hab ich denn noch alle Latten am Rost? Nein, was mache ich denn nicht da? Ja, ich weiß es auch nicht, Rufus. Ich hab doch wirklich gerade so einen kleinen Plan. Wir müssen hier irgendwie raus. Wir können jetzt wirklich nichts mehr machen. Oder er redet ja, wenn ich. Werden Sie dann. Wenn Sie nicht. Okay, wir müssen den Schrank auf jeden Fall aufhaben. Hier, Gold, möchtest du einen Lattenrost haben? Vielleicht gibt es mir ja einen Tipp. Was hast du da? Lattenrost. Verstehe, aber das muss noch bis Elysium warten. Hä? Hä? Das ist doch schön. Was? Was? Zu ihr. Werden Sie uns. Dann. Ah, das habe ich mir da versteckt. Sie. Hm? Wie sollte der. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen. Ich habe sehr wohl was dagegen, weil ich würde sie gerne irgendwo einsperren. Ich kann in dem Moment ja wirklich nichts machen. Mit dem Lattenrost können wir nichts machen. Von hier oben. Von hier oben. Von hier oben. Von hier oben wird das nichts. Von hier oben. Scheiße, wie komme ich denn hier raus? Ja. Hierfür? Und? Nö. Sonst nichts. Der geht hier rein. Ich weiß gerade echt nicht, was ich tun kann noch. Mit dem Bett kann ich jetzt gar nicht mehr interagieren. Mit der Matratze hier auch. Definitiv nicht. Ist. Zu Ihren Diensten? Dann bleibe ich faul. Goal. Gib mir einen Tipp. Brauchst du noch lange? Ich bin gleich fertig. Lass dir Zeit. Ich hab sowieso. Okay, du weißt. Was übersehe ich? That's the question. Ich behalte auch. So, die Sachen wir ja alle nicht im Schrank auch tun. Beziehungsweise nicht damit kombinieren. Wir können vielleicht den Brief öffnen mit dem Kaffeeautomaten. Hierfür und ein. Ach ja, das hatte ich ja auch schon. Vielleicht mit dem Lattenrost. Nein. Wahllos Sachen kombinieren, genau. Bei der Schublade wird er wahrscheinlich mir auch nur sagen, dass er, rein muss und. Ich behalte mein. Auch. Ja, ich behalte Lüren meine Sachen. Hier vielleicht das Lattenrost. Ich behalte auch. Der Kaffee. Ich behalte auch. Okay, wir können nichts im Inventar kombinieren. Hier hinten im offenen Klimaschacht können wir eigentlich letztendlich auch nichts machen. Vielleicht können wir auch einfach. Na. Eine Leiter. Zu Ihren Diensten? Willst du noch Sie wieso denken? Nein. Na, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Hm? Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Aber was ist das? Da ist doch jemand durch den Klimaschacht ausgerissen. Hallo? Ist da wer? Halli, hallo, hallöle. Scheiße, was machen wir jetzt? Wo wollen Sie hin? Wonach sieht's denn aus? Ich dachte, ich vertrete mir ein bisschen die Beine. Dann tun Sie das hier, wo ich Sie sehen kann. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Okay, jetzt müssen wir den irgendwie noch ablenken. Mit dem. Bei den mir eigenen Kräften käme ich damit locker durch seine schwere Panzerrüstung. Und Kraft meiner Geschwindigkeit? Auch lange bevor er seine Plasmakanone ziehen kann, um mich damit in meine einzelnen Moleküle zu zerlegen. Ja. Aber jemanden von hinten zu erdolchen, wäre ja feige. Glück gehabt, Organon. Was ist eigentlich, wenn wir die Schublade aufmachen? Ups. Herr Amtmann? Haha. Ich habe ihn auch ohne Waffe zur Strecke gebracht. Können wir jetzt eigentlich so irgendwie das Bett wieder. Naja, das fand ich. Was ist denn noch? Vielleicht sollte ich ihn besser verstecken, bevor er noch die Mücken scheu macht. Jetzt müssen wir den noch verstecken. Womit denn? Wir haben doch hier nichts mehr. Ach, warte.
Der Bettknopf vielleicht. Ah, hast du das gesehen, Goal? Was habe ich gesehen? Was treibst du da eigentlich die ganze Zeit? Nichts. Ich habe auch nicht gerade super lässig die Wache vor unserer Tür überrumpelt. Geschweige denn, sie im Bettkasten eingesperrt. Nein. Aber wenn ich das gemacht hätte, dann hättest du mich aber mal sehen sollen, weil das war der Hammer. Wäre gewesen. Ich hab's ja nicht gemacht. Natürlich nicht. Sonst hättest du ja sicherlich etwas Lässiges gesagt. Schlaf gut oder süße Träume. Irgendwas in der Richtung. Genau. Genau. Ach, Scheibenhonig. Sie hat recht. Also wir haben jetzt aber hier nichts mehr, ne? Okay, jetzt kommen wir ja hier raus. Schön. Wo sind wir jetzt hier? Ach du Scheiße. Ich habe den Eindruck... Nanu, also die Ecke habe ich doch schon mal gesehen. Ich habe den Eindruck, die verarschen tendenziell jemanden. Achso. Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Okay. Keine Frage. Ich muss mir... Keine Ahnung, Leute. Ah, okay, okay. Keine Frage. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Ich muss sich was einfallen lassen. Aber hier ist nichts, mit dem ich hier irgendwie... Zu Argus, dem Tyrannen, was wohl entgegen das Post... Ach, ich weiß, was wir machen müssen. Glaube ich. Wir haben doch hier, das ist doch eine schöne Fußabtreter. Die scheinen hier großen Wert auf Reinlichkeit zu legen. Die Fußmatte ist ja so sauber, dass man davon essen kann. So, und wir haben ja noch Kaffee. Ne? Hupsala. So. Der ist jetzt von da gekommen. Oh, so einen hätte ich aber auch gerne. So als Haustier. Der ist niedlich, macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg. Und er hat einen Getränkehalter. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Sauber, der Getränkehalter? Ist das da wirklich ein Getränkehalter? Ich glaube nicht. Tja, irre. So, und jetzt? Na, Putzibot, sauber. Warte, wenn wir jetzt zurück in die Kabine gehen und nochmal einen Kaffee holen. Und jetzt die andere Fußmatte wieder dreckig machen, macht er uns vielleicht einen Weg, der uns eben genau hierhin führt. Oder auch nicht. Ich bin verarscht. Ja, wir wissen ja jetzt gar nicht. Ja, ja, okay, wir laufen jetzt wieder im Kreis. Hä? Können wir noch einen Kaffee vielleicht dahin stellen? So, noch einen? Da ist noch genug Kaffee drin. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, er wird mir einen Weg machen. Ah. Im toten Winkel des Sisyphos. Eine Installation von Raphaël Ruvebrande, dem großen Kritiker der modernen Leistungsgesellschaft. Nö, ist klar. Okay, jetzt nochmal hier Kaffee draufwerfen. Hier nochmal Kaffee draufwerfen, damit der kleine Roboter jetzt losfährt. Und wir in der nächsten Folge dann dank diesem Schlamassel endlich diesen Computerraum finden werden. Wenn er ein bisschen schneller fährt, demnächst. Super.
Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden dann in der nächsten Folge wahrscheinlich in diesem Computerkernraum sein. Ich freue mich sehr darauf. Es wird wahrscheinlich wieder riesen neue Rätsel sein. Bis dahin. Tschüss.